minute. Who are you? Kannst meine fickte Scheiße fressen. Dreckspiel. Kann meine Scheiße fressen gehen. Digga, jeder... Ich halt einfach mein Maul. Spiel für mich. Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mich eingeschaltet habt. Keller, neues, erstes 190 oder Punkt-Punkt-Punkt-Brünchen. Endlich wieder. Ich hoffe, dass Broski verliert. Das Ding hat echt Tradition. Ein bisschen, ja. Also, Kommentare wieder vollballern. Ich hoffe, Broski verliert. Ich hoffe tatsächlich, dass Broski verliert, weil morgen ist ja das Event, wo wir da am Start sind. Ich brauche meine Finger, 190 oder Mausefalle. Ich brauche meine Finger auch. Auf der Aftershow-Party, dass ich Bier halten kann. Ist richtig. Ja. Aber du kannst dir einen anderen Arm nehmen. Bei mir wird es schwierig mit einer Hand halten. Mal sehen. Ey, ich würde mich hier selber eine positive Bewertung freuen, falls ihr das Format feiert. Sehr, sehr gerne Vorschläge auch unten rein. Ja, Link vom Broski abchecken. Kanal ist unten drin verlinkt. Ja, ihr kennt das Spielchen. Schaffen wir beide keine 190. Gibt's für beide. Einmal eine Mausefalle. Da wird reingepackt mit der Pfote. Ist, ein super Format. Sehr chillig. Auf jeden Fall. Ja, ey. Schnick, schnack, schnuck. Wer anfängt? Jetzt geht das schon. Digga, es ist jedes Mal, Alter. Ja! Entscheid du. Ich fang an, let's go. Okay, Broski fängt an. Come on. Wie sind die Drafts aktuell? Stabil oder? In Ordnung. Okay. Also es war schon mal schlechter. Die haben jetzt zum Glück ein paar geile... Ja, das ist wichtig. Ja, ein paar Icons drin und so, okay. Also eine 190 ist drin, sagst du? Mhm. Nein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall drin. Guck mal, nimm den Brasilien-Link. Auf safe. Gehe ich da mit Rating? Ich gehe mit Rating. Scheiße. Gute Liga auch. Jetzt noch den Bullut, dann bist du durch. Ja, ich hoffe, dass ich ihn kriege. Come on, Alter. Gönn. Also, an Special-Karten hapert's halt nicht, ne? Ich will einfach einen Draft haben, über das ich mir keine Gedanken machen muss, weißt du? Mhm. Sondern so einfach so richtig blind einfach das bauen. Dann würde ich auf jeden Fall noch ein paar Ligen mit reinnehmen. Ja, ich bin noch ein paar. Komm schon. Ja, ist okay. Ist okay. Mal so ein paar Tots-Karten mit irgendwie... 1296er Rating, nochmal eine Liga neu. Ja, scheiße. Ja, muss ich ja ehrlich jetzt. Ja, komm, Marquinhos. Ich hätte Saliba nehmen können für Premier League. Ja, hätte sogar, ja, hätte sogar nicht gebracht. Ja, jetzt nehme ich noch Timber. Tomiyasu, auch gut. Scheiße. Boah. Natürlich dünner, ne? Wenn du den dann nicht reinkriegst. Für Premier League oder Kebab für Liga A. Ja, ich probiere was. Man weiß noch nicht genau, was es werden soll. Jetzt nehme ich Trapp. Auch gut. Nächste Liga. Ich brauche halt echt eine Icon, Alter. Das ist wichtig. Oder Alisson für Gomez. Ich muss mit Rating gehen, Alter. Sonst komme ich hier nicht weit. Ich habe aktuell eine 188. Was soll das denn geben? Das ist big. Das ist big, Junge. Der passt perfekt. Let's go. Let's go, Junge. Aha. Come on. Aus der Hölle. Let's go! Rating auch gut, ey. Sterling. Maignan im Kasten bringt mir nichts. Laporte bringt mir ein bisschen was, aber da brauche ich halt auch erst den grünen Link. Dann mache ich es erstmal so. Zieht einen ab, aber ist halt du auch. Du hast Rating. Ja noch die Keeper-Position, hast du noch. Ja, ja. Ja, gut, ein Ndidi kriege ich nicht rein. Also der bringt mich chemiemäßig auch nichts, aber ich habe halt Big Rating für die Bank. Trent Arnold. Weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Sadio Mané. Ich könnte halt Sadio Mané für Rivaldo stellen und dann Rivaldo zur Not. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren. Rivaldo sogar zur Not in den Kasten stellen, ja. Das ist big. Das ist big. Jetzt brauche ich aber halt echt... Ich brauche echt noch ein bisschen Rating, weil ich glaube viel also mehr als... 190 noch... hast du safe. Meinst du? Ja. Nice. Der Perfect Link hier, das war halt echt lucky, ne? Come on. Ein big Rating noch. Fuck. Du hast ja noch den Links da. Ich will im Idealfall diesen Soler noch wegkriegen, aber ich glaube, das wird nichts. Ja, perfekt. Ey, Bruder, mach jetzt nicht diesen. Aber es kann nicht, also mal ohne Scheiß. Wenn das nicht... No. Ich meine auch, das ist... Also es muss da bleiben. Sonst falle ich wirklich komplett vom Glauben ab. Das sieht halt 10 Chemien, das kannst du auch keinem erzählen. Ey, bitte nicht. Das war so ein Up and Down, ne? Es ist am Ende eine Punktlandung. 190, aber zufrieden bin ich nicht. Weil 190 kann man knacken. Ja, das stimmt. Scheiße. Knacken kann man das. Ach man, ich glaube, mein Finger wird zerfetzt. Das ist okay. Sehr gut. Ja, dann quitt ich mal hier und dann schauen. Scheiße. Eine Icon nur, ey. Nicht viel. Nö, das ist wirklich nichts. So, Token hast du auch genommen, ne? Mhm. Sehr gut. Ja, komm. Na komm. Zeig mir, wie man das besser macht mit der Formation. Ja, so. Ich hoffe einfach wirklich, du kriegst keine Icon. Danke. Icon ist halt so wichtig, ne? Die Scheiße ist, in welche Liga gehe ich da vorne rein? Ja. Yeah. Noch kann ich mir den Move erlauben hier. Komm, gib mir Benze. Bitte keine Icons. Stabil? Mehr davon.
Starten wir doch auch mal rein hier mit 10 liegen, oder? Gib mir mehr davon. Embolo für Ehren, sag ich dir ehrlich. Hm? Embolo einfach aus Ehrengründen. Ja. Machst du gut. Mhm. Doku dann, ne? Ach du Kacke, Alter. Man darf sich nicht zu früh freuen. Ich weiß, wo will der Draft hin? Ich hab echt Angst. Dembélé ist halt, wenn du Benzema kriegen würdest, wäre perfekt. Ja, das ist ja. Andererseits bei Di Maria kannst du auf Perfect Link pokern. Das ist halt so eine Sache, ne? Ich glaube, Frankreich ist am Ende hiermit. Kann ich nicht. Wehe, du kriegst Benzema Tots, ne? Dann bin ich so sauer. Ich kann nicht 10.000 Ligen einbauen, aber was ist das für Ratings? Ach, Bruder, Alter. Und da kommt Ferrati. Ja, klar! Ich muss den mitnehmen. Das ist doch keine Chemie, Bruder, was ist das für links? Darfst einfach kein Kanté kriegen. Kein Kanté, kein Rüdiger hinten drin. Keine italienische Innenverteidiger-Icon, das wäre kompletter Bruch. Mach's bitte nicht, ich hoffe, ich hab's nicht gejinxt. Ich hätte wirklich die Maria einfach, dann wäre hier der Bums zu und gut ist. Okay, das bringt mir halt instant gar nichts. Angst vor deiner Bank, einfach nur. Wichtig! Gib mir mehr davon! Aua, aua. Das Kunde bringt mir im Prinzip dann auch gar nichts. Das ist aber echt Pech, was Liegen angeht. Mm. Das ist echt wild. Also du weißt nicht, auf welche du gehen sollst. Das ist mein Problem gerade. Hier hast du die Premier League. Ich brauche Premier League. Ich weiß nicht, was ich hier gerade baue. Ich will keine Ahnung. Und die Liga hier. Ja, kriegst du das Serie A. Das ist ein Grüner. Der hat ja keine andere Möglichkeit. Anderes Bundesliga bringt mir alles gar nichts. Wo sind die Icons, Junge? Normalerweise kannst du jetzt immer darauf lauern, dass Icon-Welle kommt. Wichtig, wichtig, das wichtig. Echt dünne. Dafür kriegst du aber auch nur so Karten, die schon seit 10 Jahren draußen sind, ne? Ja. So Winter Wildcard, Rulebreaker. Ich kann nichts mitnehmen hier, das ist ja mein Problem. Ich hätte die Maria. Mit die Maria, ja. Da wäre einfach durch. Ja. Aber das weißt du ja vorher auch nicht. Manchmal auf Chemie. Auf der anderen Seite, ich glaube, der hat 6 Chemie oder so auf RM, ne? Passt mir. Sehr hey. Also, ich habe mich einmal komplett verzockt. Ja. Also, komplett verzockt. Finde ich gut. Junge! Digga, das ist aber auch bodenlos. Also, das ist wirklich bodenlos, wie scheiße dein Draft ist. Also, du hast ja gar nicht Mess genommen. Scheiße. Oh fuck. Di Maria, Messi, Mbappé. Wär doch gut. Griezmann hatte ich da auch noch, oder? Als linken Flügel. Ja, bringt doch jetzt auch nichts mehr. Also das ist halt wirklich krank, dass sie dir halt gefühlt irgendwie immer, wenn du gerade denkst, ah, dann geh ich in die Richtung, werfen die dir in eine andere Liga hin. Aber selbst zum Rating jetzt hat er echt. Ich will es nicht jinxen, aber ich glaube, das kann es kriegen. Ja, auch stabil. Ich hätte einfach komplett PSG bauen können. Da wäre doch gut gewesen. Oh man, Alter. Ja, aber was kriegst denn du für Scheißkarten? Also jetzt Ahnung. Mal im Ernst. Du hast keine Icon gekriegt, du hast keinen. Ne, ja, dafür. Gar nichts. Ein Windheim, ja, hast du. Windheim, stabil. RAV ist auch stabil. Wo sterben wir hier nochmal? Also, es tut mir in der Seele weh, weil ich glaube, das ist das schlechteste Draft, was ich seit langem gesehen habe. Alter, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Ich meine, ich habe mich zweimal. Jota für Grealish machen, hast du voll Cam, aber. Ich habe mich zweimal echt beschissen entschieden. Aber ich glaube nicht, dass das zwingend besser gewesen wäre. Dann wäre hier jetzt noch Di Maria. Also, ich glaube nicht, dass du auf 189 oder 90 gekommen wirst. Also, ich glaube, so bist du jetzt auf 188, wenn du die noch austauschst. Ist doch Hype. Also, das ist schon eine miese Frechheit für einen Draft im Juni, Alter. Ist Hype. Na gut, dann Daumen nach oben nicht vergessen. Und. Ach, Kacke, Alter. Karaman, was machst du denn, ey? Ja, bis gleich zur Bestrafung. Ist das schlecht. Also, es war. Das sind eigentlich meine Hellspin Discard Drafts, die ich normalerweise so krieg. Ey, ich fühle deinen Schmerz so krass, ich kann mich nicht darüber freuen. Bin ich einen Tots gehabt? Das wird. Ich kenn mein Glück. Ich werde morgen einfach nicht spielen können. Mehr trinken dann abends. Hm? Mehr trinken dann abends. Hast wenigstens eine Ausrede, wenn du kacke bist. Die hab ich nicht. So. 3. 2. 1. Oh. Digga, der ist hier komplett auf die Fingerkuppen gestallert. Knochen, einfach auf Knochen. Ah. Oh. Das ist ekelhaft. Oh. Also wenn Steini wirklich Schmerzempfinden zeigt, muss es was heißen. Weil der ist normalerweise der Experte darin, das einfach in sich reinzufressen. Oh, das der ist aber auch unangenehm. Rot. Unangenehm. Halt man schon rein den Mittelfinger, der ist schön rot geworden. Bruder, Alter, das ist einfach ein Glühwürmchen. Stimmt auch. Scheiß drauf, Alter! Ja, scheiß drauf, egal. Das sieht gar nicht gut aus.
wenn ihr dieses Format feiert, lasst ein Like da. Sorry, dass ich nicht verloren habe. Ich weiß, ihr hättet es alle gern gesehen. Ja, eskaliert mal mit den Likes, wenn ihr das in den nächsten Wochen häufiger sehen wollt. Das ist ja immer so ein Sommerformat. Möchtest du noch was sagen? Nö.